Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de mit den Breaking News. Die polnischen Streitkräfte haben zum ersten Mal ihren neuen Kampfpanzer K2 Black Panther bei einer Übung auf dem Trainingsgelände in Bemowo Piskie am letzten Wochenende in Polen eingesetzt. Es wurde dabei auch scharf geschossen. Das Ganze wurde in einer Zeremonie gefeiert, da der polnische Präsident Andrzej Duda zusammen mit dem Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak den Vertrag für das Joint Venture mit dem südkoreanischen Unternehmen Hyundai Rotem unterschrieben wurde. Somit ist der Weg frei für die Produktion des K2 PL Black Panther in Polen. Rund 820 K2 PL sollen in den nächsten Jahren in Polen durch die polnische Rüstungsgruppe PGZ hergestellt werden. Darüber hinaus werden Entwicklungen gestartet, um weitere Trägerfahrzeuge auf Basis des K2 zu entwickeln. Die bisher gelieferten K2-Kampfpanzer stammten alle aus südkoreanischer Produktion. Ende März erhielt Polen eine weitere Lieferung des Kampfpanzer K2 Black Panther und der K9 Thunder Panzerhaubitze. Die kompletten Aufnahmen der Übung könnt ihr in einem separaten Video auf meinem Kanal finden. Link in der Beschreibung oder am Ende des Videos auf der rechten Seite. Polen hat zudem einen Auftrag über die Lieferung von 100 KTO Rosomak Radschützenpanzern für die ukrainischen Streitkräfte erhalten. Dies gab die polnische Regierung am 01.04.2023 über einen Twitter-Post bekannt. Die Panzer werden in Szymanowice, Śląskie, westlich von Krakau produziert. Finanziert werden die Panzer durch Gelder aus der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika. Das 22 Tonnen schwere Fahrzeug basiert auf dem Patria AMV aus Finnland. Der Panzer wird durch einen Scania DI-12 oder DC-13 Dieselmotor mit rund 480 bis 540 PS angetrieben. Die Besatzung umfasst 3 Soldaten, Fahrer, Richtschütze, Kommandant und kann zusätzlich bis zu 8 weitere Infanteristen mitführen. Der Rosomak ist amphibisch und kann problemlos Gewässer durchqueren, sofern die modulare Zusatzpanzerung, die optional ist, abmontiert wird. Je nach Variante ist der Panzer mit unterschiedlichen Bewaffnungen ausgestattet, wie der ZSSW-30-Variante mit remote-gesteuerten Turm, mit einer 30mm Bushmaster, 2 Maschinenkanone und Spike-Anti-Panzerraketen oder dem M120K RAK mit 120mm Artilleriemörser. Insgesamt sind 13 Varianten verfügbar, welche bestellt wurde, ist nicht bekannt. In den letzten Tagen ist in den sozialen Medien ein Bild eines neuen Superpanzers aus Rumänien aufgetaucht, der TR-22. Der TR-22 soll laut den Angaben mit einer 120mm Glattrohrkanone, einem Hybridantrieb sowie einer fortschrittlichen Panzerung ausgestattet sein. Der Panzer soll auch in Kooperation mit Polen und Südkorea entwickelt werden. Das Ganze klingt vielversprechend und die Bilder zeigen einen beeindruckenden neuen Panzer. Das Problem an der Sache ist, es handelt sich hierbei um einen April-Scherz. Das Bild ist am 01.04.2023 aufgetaucht und wenn man ein wenig recherchiert, stellt man sehr schnell fest, dass der Panzer so nicht existiert. Wenn man bei der Google-Suche mal nach dem TR-85 sucht, findet man relativ schnell ein Bild, das dem des vermeintlichen neuen TR-22 sehr ähnlich aussieht. Auch die beiden Soldaten auf den Bildern sehen sich verblüffend ähnlich. Fallt also bitte nicht auf diese News rein, da hat sich jemand einen künstlerischen Spaß erlaubt. Das war es wieder mit den Breaking News von panzer-universum.de.